Ja, liebe Zuschauerinnen, wir haben mal wieder Samstag und den Samstalk. 10.09.2022 ist heute. Und wir sind im Moment der Yannick, der Dylan und ich, die wir ja öfters hier auch beisammen sitzen. Und wir experimentieren immer auch mit der Methode. Heute machen wir es so, dass die Grundform des Redekreises da ist. Jeder hat so eine bestimmte Zeit. Und diese Zeitanteile werden von uns aber flexibel gehandhabt. Also man kann dazwischen haken und kann sagen Wechselwunsch mit der Ziffer für die betreffende Person. Und dann wollen wir heute mal ausprobieren, nachdem wir schon hatten, dass man es abhackt, sozusagen die Rede des anderen, oder dass er einfach beliebig lange noch weiterreden kann oder fertig reden kann, dass wir sagen, man soll bei diesem einen Gedanken dann bleiben, dass der andere da auch mit seinem Einhaken diesen Gedanken treffen kann und das eben in was weiß ich, zwei Sätzen abschließen und dann aber auch zulassen, dass der andere zu Worte kommt. Okay, das soweit zur Technik. Genau. Dann kann ich für den ersten inhaltlichen Beitrag an den Dillen geben und dann, wie wollen wir es danach machen? Wie haben wir es da immer gemacht? Nach Alter oder Schönheit? Also wenn es nach Alter ginge, dann wäre nach dem Dillen ich und dann der Jannik. Können wir vielleicht so machen. Okay, dann gebe ich an den Dillen. Wechsel 4. Ja, also, ich finde es schön, dass in deinem Brief du die GWÖ-GWO-Kombi erwähnt hast, auch wenn du noch nicht den feststehenden Begriff hast. Wir haben uns jetzt entschieden für den Begriff Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnungskombination, kurz GWÖ-GWO-Kombi für das neue Weltwirtschaftssystem. Das ist so ein feststehender Name jetzt, weil wir wollen ja durchaus die Gemeinwohlökonomie würdigen und wir wollen natürlich auch, die haben schon so viel Prominenz erreicht, das wollen wir natürlich auch beibehalten, dass den prominenten Aspekt. Ja. Und dann habe ich das mit der Rita Süssmuth ansatzweise gesehen. Ja, und ja, aber jetzt kommt mein erster Gedanke und versuche mich wieder auch nur auf erstmal nur einen Gedanken zu konzentrieren. Also was mir beim Anschauen der letzten Sendung aufgefallen ist, dass letztendlich aus meiner naturwissenschaftlicher Sicht, und sagt mir, wo ich mich da irre, dass da Öffi eigentlich an die Politiker appelliert, ihre eigene Lebenskarriere potenziell zu beschädigen aus der Vernunft und Erkenntnis dessen, dass es besser wäre, wenn sie anders handeln würden, als dass sie nur versuchen, ihre Schäfchen ins Trockene zu holen und ihre eigene Karriere so zu gestalten, dass sie am Ende mehr profitieren als die Bürger. Ja, also das ist sozusagen aus meiner Sicht ein Appellieren. Und wir vom Weltrat haben die Strategie, ich habe ganz tolle Gespräche wieder geführt sogar eine FDP-Parteimitglied konnte ich überzeugend am Telefon, dass die GWÖ-GWO-Kombi besser ist als die soziale Marktwirtschaft, oder? Ja, sogar das ist mir gelungen. Also ganz viele tolle Gespräche wieder. Aber natürlich ist nichts passiert bis jetzt, ne? Und unser Prinzip ist, dass wir sagen, wir sprechen die Politiker auf der Eigennutzebene an. Wir nehmen sie als Leute, die am Ende in erster Linie sich selbst nutzen wollen und dann der Bevölkerung. Und du, Öffi, sprichst sie immer so an, dass sie in erster Linie der Bevölkerung und der Welt nutzen sollten, aber erst in zweiter oder dritter Linie ist es sich selber. Und das halte ich also aus der naturwissenschaftlichen Sicht für einen Fehler. Natürlich stimmen dir die Leute dabei zu, denn dieser moralische Appell ist ja der, den sie auch immer wieder mal propagieren oder für sinnvoll halten. Die stimmen dir zu, haben das aber dann morgen vergessen. Die haben auch unseren Appell morgen vergessen, aber im Hinterkopf ist immer noch, oh, der hat uns 15% mehr Wählerstimmen versprochen. Die versprechen uns, dass sie uns finanziell gut stellen, wenn es zu diesem Wechsel käme. Auf der Homepage ist das jetzt mittlerweile ganz groß bei uns, dass sie wirklich gut ausbezahlt werden, die Politiker und so weiter. Ja, und da sehe ich den Punkt, dass meine Befürchtung ist, so wie Öffi, wie du die Leute ansprichst,
Es ist so, dass sie dir zwar oberflächlich zustimmen, aber am nächsten Tag das vergessen ist, weil dann wieder das Alltagsgeschäft da ist. Wie kann ich meine Karriere befördern? Scheiß doch auf die Bürger, ist nicht so wichtig. Hauptsache erstmal meine Karriere. Erst komme ich und dann kommt die Moral. Erst kommt das mein Fressen und dann kommt die Moral. Ja, was sagt ihr dazu? Ich wechsle. Ja, von mir aus Wechsel 2. Ja, also ich finde es jedenfalls toll, dass wir auch diese Talks hier machen. Und ich finde es genial, Dylan, dass du so deine Sicht von den Menschen und den Politikern so zum Ausdruck bringst. Also ich werde das noch stärker auch verknüpfen, sage ich mal, unsere Talks hier und meine Art von Öffentlichkeitsarbeit. Weil ich denke, dass das wirklich eine spannende Frage ja für jeden ist. Also so wie wir uns selbst anschauen, ne? Was ist da von uns zu erwarten? Was wollen wir? Wie wollen wir uns sehen? Was wollen wir von uns erwarten? So bin ich der Ansicht, sollte man diese Gelegenheit, ist ja keine Kleinigkeit am Rande, ist auch nichts, was letztlich dann übersehen wird. Also die Fragestellung, du hast selbst gesagt, also die ist schon virulent, diese Frage, ob man in erster Linie ein korrupter Egoist oder ein verantwortlicher Gemeinwohlpolitiker ist. Also die Gelegenheit, sich da selbst zu beurteilen, wahrzunehmen, zu beurteilen, zu definieren, sollte man den Menschen geben. Und also ich sehe ja da verschiedene Ebenen. Also ich sage nicht, die Menschen sollten sich schädigen fürs Gemeinwohl, weil es hängt ja davon ab, was versteht man unter sich selbst. Wenn man unter sich selbst so den einzelnen Menschen versteht, mit seinen Splitterbedürfnissen, ja, dann wird man die Hingabe fürs Gemeinwohl oder eventuell auch sein Leben dafür sogar zu opfern, wird man als ein Verlustgeschäft sehen. Wenn man innerlich seine Seele, sich selbst mit der Vernunftseele identifiziert oder sogar sagt, ich bin wie ein Radiogerät und ich kann die Sender wählen und einer der Sender heißt kosmisches Bewusstsein, identifiziere mich lieber mit dem Wechselwunsch, als mit dem Radiogerät oder Wechselwunsch. irgendeinem anderen Sender. Ja, okay. Bitteschön. Ach, jetzt schon direkt, ja? Moment. Ja, das mit der Bescherung. Dylan, hast du mich gehört? Wir hören dich nicht. Ach so, ich hatte das Mikro aus Versehen wieder ausgestellt. Ja, jetzt bin ich. Ja, also der Punkt ist folgender, dass wir Evolutionsbiologen denken, dass es wirklich eine faktische Beschädigung ist. Denn da es für den Biologen bei jedem Tier und für uns ist der Mensch ja nichts anderes als ein ganz primitiver Affe, ja? Und dieses Tier, das versucht sich selbst in der Evolution zu halten durch das Hinterlassen von Verwandten. Kinder, Verwandte und so weiter. Wechselwunsch. Ja, Wechsel, Moment, Wechsel, Janik, ja. Ich glaube, ich bin Uhr Nummer 3, oder? Ja, Wechsel 3. Läuft. Okay. Okay. Ja, also ich kann mir das vorstellen, dass wenn man, sage ich mal, so biologisch denkt und materiell denkt, dass das erstmal irgendwie wie Schaden aussehen mag. Ja, ähnlich wie wenn man dann einfach weniger zu essen hat, wenn man dann den anderen was abgibt. Aber auf geistiger Ebene kann es ja dann einen größeren Reichtum bedeuten. So, und denn das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt, ne? Also das ist immer Wechselwunsch. die Frage, das ist ja die Frage, von welcher Seite man aus das betrachtet. Wenn man es von der materiellen Seite aus betrachtet, mag es ein Verlust sein, aber auf der geistigen Ebene kann es ein Reichtumsgewinn sein. Okay, Wechsel. Wechsel 4. Ja, Jannik, das ist für uns Biologen ist das so eine Absolutheit, ja, dass wer selber bestimmte Ressourcen nicht aufnimmt, obwohl er sie zum Beispiel Schröder jetzt so, der macht ja jetzt quasi seine Familie und seine Linie reich, indem er viel Geld von Gazprom bekommt, ja? Und dadurch kann er seine Nachfahren sozusagen und seine Familienmitglieder, sei es über Erbe oder was auch immer, kann er sie sozusagen ausstatten mit der Fähigkeit,
hochausgebildete, teuer ausgebildete, auf Luxusinternaten und Luxusuniversitäten top ausgebildete Verwandte zu haben, die tatsächlich dann in der Evolution sich ausbreiten und erfolgreich werden. Und derjenige Politiker, der jetzt auf Öffi hört und quasi aus den moralischen Gründen das Richtige tut, der hinterlässt Fakten, weniger bedeutsame und erfolgreiche Nachfahren in der Evolution. Und das heißt, dass für uns der moralische ausstirbt und der amoralische, der ist der, dass der in der Evolution überlebt. Und deswegen ist das für uns so eine absolute Aussage, das kann man nicht machen, weil das quasi bedeutet, dass immer die Guten ja dann, wir die Guten zum Aussterben verurteilen. Und wir wollen sie ja. Wechselwunsch, Wechselwunsch. Ja, Wechsel, ja. Also das ist jetzt ja eine Theorie, dass sozusagen die, die dann mehr Geld haben, dass sie dann irgendwie mehr Nachfahren zeugen können, dass sie dann in der Evolution mehr Erfolgreiche weiterleben. Nachfahren. Aber ja, aber das ist doch, man kann es doch auch auf der, wenn man es jetzt auf der geistigen Ebene betrachtet, dann hat doch ein Jesus, der hat doch irgendwie viel mehr Nachfahren gezeugt, allein durch seine geistigen Ideale, die jetzt bis in die heutige Zeit reichen, als irgendein reicher Römer zu derselben Zeit. So, oder nicht? Also ist doch die Frage, auf welcher Ebene man sich unterhält. Unterhält man sich auf dieser biologisch-materiellen oder unterhält man sich auf der geistigen Ebene? Ne? Ja, das Wechsel. Das ist das, was ich dazu zu sagen habe. Ich könnte jetzt nur noch antworten, wenn mir jemand Zeit für eine Antwort gibt. Ich habe keine mehr. Ja, gerne. Ich gebe gerne Zeit für eine Antwort. Gut, dann lasse ich die drei laufen, ja. Ja, es ist ganz kurz die Antwort nur. Das Entscheidende ist, dass der geistige Mensch und das Geistige ja dann nicht da ist, wenn bestimmte Kinder erst gar nicht geboren werden, aus dem Grunde, dass derjenige so selbstlos, zum Beispiel Jesus selbst hat ja selbst wieder keine Kinder hinterlassen. Und dadurch ist die Wahrscheinlichkeit, dass seine Art zu denken, wirklich sich weiter ausbreitet in der Welt, deutlich geringer. Und vor allem, wie gesagt, in der Evolution sind die Organismen eben leider so programmiert, dass sie immer dafür sorgen, dass sie erstmal wieder da sind. Und das geht nur über Verwandte. Also Ja gut, Lebewesen aber guck können, mal, Wechselwunsch. ja, du bist ja deine Zeit. Ja, los. Ja, also aber wenn wir jetzt nochmal auf Jesus zurückgehen, der hat doch sich von seinen, es gibt doch keinen, der sich, obwohl er keine Kinder hatte, so ausgebreitet hat wie Jesus. Also ich wüsste jetzt keinen anderen Menschen, ne? Mit seinem Geist sozusagen. Und das dann auch in den anderen Menschen wirkt. Also seine geistigen Kinder könnte man dann sagen, so, ja, es ist halt wie gesagt die Frage, von welcher Seite man aus argumentiert. Argumentiert man von dieser materiellen Fleisch, Blut oder dieses Materielle oder von dieser geistigen Ebene? Vielleicht kann Öffi das auch irgendwie nochmal besser in Worte fassen als ich. Ja, Wechsel. Ich würde es gern noch, wenn du mir noch ein paar Sekunden gibst, noch mal den entscheidenden Punkt noch mal bringen. Alles klar. Ja, also Organismen sind in der Evolution immer so programmiert, dass sie immer erstmal nur dafür sorgen, dass sie körperlich wieder da sind. Und dadurch ist ihr innerer Antrieb immer darauf angelegt, dass sie auch körperlich und materiell wieder auferstehen. Wenn es ihnen reichen würde, nur geistig existent zu sein in der Zukunft, dann wären sie biologisch eine Fehlkonstruktion, weil übrig sind auf der Welt immer nur die, die darauf bestanden haben, dass sie sich körperlich reproduzieren, denn die anderen sind einfach nicht da. Verstehst du? Also in der Evolution überlebt immer nur das, und jetzt kommt der Rückschluss. Und wenn dann also ein Politiker ganz natürlich den Antrieb in sich hat, sich biologisch und ressourcenmäßig zu reproduzieren und zu stärken, sozusagen, dann hört er einfach nicht auf Öffi, weil er zwar seinen moralischen Appell gut findet, aber morgen schon wieder vergessen hat, weil er eben nicht bereit ist, seine Karriere zu schwächen
um der Menschheit zu nutzen. Wechsel. Ja, Wechsel 2. Ich glaube, wir müssen einfach sehen, dass das verschiedene Ebenen sind, auch Ebenen der Logik, die wir da anwenden. Also ich deutete ja schon an, wir Menschen haben eindeutig die geistige Fähigkeit, uns zu überlegen, wie wollen wir uns selbst definieren? Wollen wir uns über Nachkommenswunsch und so weiter definieren? Wollen wir uns über den Sinn im Ganzen definieren? Das kann so weit gehen, dass ich mich, also mein Wesen, mein Selbst, dass ich das eben nicht mehr mit dieser körperlichen Existenz hauptsächlich verbinde, sondern dass ich sage, der Körper ist ein Radiogerät, es gibt verschiedene Sender. Einer der Sender heißt kosmisches Bewusstsein oder Sinn im Ganzen. Ich entscheide mich dafür, weil es schlicht vernünftig ist, weil es den höheren Sinngehalt hat. Ich entscheide mich dafür, mich nicht mit dem Radiogerät zu identifizieren und nicht mit irgendeiner Stimme, sondern mit der Stimme kosmisches Bewusstsein oder Sinn im Ganzen. Das sehe ich angelegt in meiner Vernunft, wie auch immer die zustande gekommen ist aus den lauter fortpflanzungssüchtigen und egoistischen Wesen. Aber sie ist nun mal da. Und deshalb ist ja auch der moralische Anspruch vertretbar und wird von allen gehört, wie korrupt sie auch sein mögen. Wenn man vernünftig redet, ist möglichst sinnvoll zu leben im Ganzen das Vernünftige. Das, was von den Argumenten her stärker ist. Und eine damit verbundene Moraleinstellung. Da wird keiner widersprechen. Er mag korrupt sein, aber wenn offen geredet wird, kommt raus, möglichst gut vernünftig sein im Ganzen, sinnvoll im Ganzen handeln, solche Moral. Und das haben wir festgestellt auch in den letzten Talks bei den Wandelgesprächen so. Oder jetzt auch hier, denn schau, wir sind zwei Leute, die bei diesen ganz offenen Talks so drauf sind, dass sie sagen, ich identifiziere mich mit dem Sinn im Ganzen und ich will dafür leben. Das bin ich. Und sogar wenn mein Körper dabei drauf geht, ist das die höhere Ebene. Hier haben wir eine Mehrheit aus solchen Menschen, wenn es darum geht, ganz offen über alles zu reden. Bei den Wandelgesprächen waren wir fast nur solche Menschen. Also 5 Stück, die diese Art von geistiger Einstellung für sinnvoll hielten und die ja jetzt nicht dann unwirksam sind. Ne? Also es ist nicht eine Leerlaufschlaufe oder eine Sackgasse, sondern die sind ja tätig, ne? Und die erreichen auf ihre Weise auch was, wie wir jetzt mit dem Zeltcamp, der gewaltfreien Aktion, dem Rita Süßmuth-Besuch und so weiter, dem Rundbrief jetzt an Sie und an Politiker. Das ist ja auch nicht eine tote Sackgasse oder ein totes Pferd, das man dann nur einfach reitet. Und insofern glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass wir diese Ebenen einfach unterscheiden. Und ich gehe mal auch weiter jetzt noch, oder erstmal noch die Verbindung. Also ich habe bei den Talks, bei den Wandelgesprächen, habe ich gesagt, Leute, kann das sein, dass das eben so eine Verknüpfung ist? Wenn man offen redet, kommt man zur globalen Liebe und Schenken oder dem Sinn im Ganzen. Oder die Leute, die für solchen Sinn im Ganzen sind, wollen auch offen über alles reden. Und die anderen verdrängen halt beides. Sie wollen nicht offen reden, weil sie sich dem Sinn im Ganzen verschließen. Und so hat das einen Zusammenhang, also mit welchen Leuten man da im offenen Gespräch landet, dass die plötzlich eben sehr für den Sinn im Ganzen überzeugungsfähig sind oder schon überzeugt sind. Piep, also ganz piep, spannend. Piep, so. Piep, piep, piep. Ja, dann kann ich beim nächsten Mal, kann ich dann noch ein bisschen erklären, warum ich glaube sogar, dass ein Mensch, der auf Nachkommenschaft als erstes Ziel verzichtet und sich so geistig gestaltet, auch größere Karrierechancen, in Anführungszeichen Karrierechancen hat, also Erfolgschancen sogar auch in dieser Welt. Aber das muss ich beim nächsten Mal dann erklären. Jetzt hat nur noch Yannick 16 Sekunden. Ja, die können wir jetzt auch wegfallen lassen und die nächste Runde beginnen. Genau, dann mache ich das schnell. Wechsel 4. Ja, also letztendlich hast du, Öffi, gerade wieder angesprochen, was du schon oft angesprochen hast, dass sozusagen die Beglückung durch das sinnvolle Denken, zum Beispiel ich erlebe die nicht. Ich mache mein ganzes Leben Wissenschaft. Ich habe mich natürlich auch immer mal so ein bisschen gefreut, wenn ich neue Gedanken, neue Erkenntnisse, neue Durchbrüche, Heureka etwas gefunden habe. Aber das war für mich immer nur ein billiger Abklatsch dessen, wenn ich mit einer hübschen Frau zusammen war, das war für mich 1000-mal besser. Ja, also das heißt, mein Gehirn, obwohl ich ja einer der neugierigsten Denker der Welt bin, sicherlich, kennt diesen Glücksorgasmus des Geistigen nicht.
Bei mir kommt das nicht. Und ich wette, dass es bei 99% der Weltbevölkerung auch so ist, dass die alles andere spaßiger finden, als heute Abend bei uns zu sein und ihren Geist zu bewegen. Das beglückt sie nicht. Das ist auch für mich, ja. Ich bin hier auch eher, für mich ist das eine anstrengende Arbeit, die ich tue. Aber die, wenn ich mir vorstelle, eine hübsche Frau hätte ich jetzt hier und so weiter, das würde ich, da würde ich sofort abschalten und tausendmal mehr Spaß dort haben. Ja, und so empfindet aber die Masse der Menschen aus meiner Sicht auch. Und ich will diesen Gedanken aber noch abschließen, oder schließe diesen noch ab, damit ich einen Schritt weiterkomme für heute. Nochmal, mein naturwissenschaftliches Ergebnis heißt ganz klar, Homo sapiens ist ein derart primitives, geistig behindertes Viech, dass eine Rettung der Menschheit wohl unmöglich ist. Aber ich mache trotzdem weiter. Aber eigentlich traue ich den Menschen all das nicht zu. Und das, was du sagst, Öffi, das glaube ich, dass das 99% der Weltbevölkerung nicht können, nämlich diesen Glücksrausch zu haben. Sonst wären sie ja hier und wären ja süchtig, mit uns zu reden, wo sie neue Ideen bekommen könnten, auf allerhöchstem Niveau. Und sie sind nicht da, weil es für sie nicht beglückend ist. Für die ist es jetzt beglückend, sich mit ihren Kumpels zusammenzusetzen am Samstagabend in der Disco mit den Mädels zu flirten. Das ist für die offensichtlich viel beglückender. Wechsel! Ja, Dylan, also ich sehe unsere Sendungen ein Stück weit auch wie Zeitbomben. Denn, also ich sag's ja, ich finde das super genial, wie wir das so hier kontrastieren. Und Besseres kann die Leute an Informationssendungen, an Medien gar nicht kriegen, auch wenn sie jetzt davor wegrennen. Ne? Aber das ist erleuchtend in meinen Augen. Also da müssen einem Menschen doch die Augen aufgehen, also wenn er sich das hier so anhört. Ne? Und dann steht er innerlich vor der Frage, Konsumtier oder kosmisches Bewusstsein? Also das sind ja echte Fragen. Also finde ich, wir leiten sie also gut hin zu den entscheidenden Weichenstellungen für die eigene geistig-seelische Orientierung und für die Sinnperspektive. Aber ich wollte auch noch was sagen zu den Karrierechancen. Also die Welt ist ja nun mal durch diese Art von Geistigkeit des Menschen ein bisschen aus den sonstig naturnormalen Mechanismen rausgekommen. Also die Bevölkerungsexplosion spielte sich überwiegend in den ärmsten Ländern ab. Und auch hier. Ja, ich sage noch dazu, auch hier war es ja so mit der Industrialisierung, dass die als Proleten bezeichnet wurden, weil die nur noch ihren Nachwuchs hatten. Das heißt, die haben sich da nicht wie im Dorf noch zurückgehalten oder wie die Reichen, sondern haben einfach kräftig drauf losgezeugt, um irgendwie am Leben zu bleiben. Okay, ich gebe ab. Ja, Wechsel 4. Ja, das ist halt für uns Naturwissenschaftler wie so als absolutes Naturgesetz. Es gibt keine Möglichkeit eines Lebewesens aus DNS, sich aus diesem Naturprozess und dieser DNS-Sklaverei zu befreien. Das geht nicht, weil für uns Naturwissenschaftler ist sozusagen das Gehirn eine kleine Dienstmagd der DNS, die am Ende nur diesem Gehirn dient, Wechsel, der DNS dient. Wechsel. Ja, Wechsel 2. Ja. Also ich lasse mal völlig offen, ob das irgendwie doch versteckt in unserer DNS drinsteckt oder ob das Geistige wirklich eine andere Dimension ist, die dazukommt. Also ich maß mir immer gar nicht an, irgendwas groß zu wissen. Ne? Also Sokrates ist ein großes Vorbild von mir. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Aber Descartes hat auch recht. Ich denke, also bin ich und ich sitze hier und ich kann mich mit dem kosmischen Bewusstsein identifizieren. Ich kann da auch mein Leben draus gestalten aus der Orientierung. Also kann es nicht irgendwie unreal sein. Zumindest für mich und meine Lebensdimension ist es die entscheidende Realität. War da jetzt Wechselwunsch, oder? Nee, noch nicht. Noch nicht, okay. Dann kann ich zur Karriere noch sagen, eben. Also einerseits
Die Ärmsten haben die meisten Kinder in die Welt gesetzt und dadurch auch die Bevölkerungsverdopplung oder so stärker herbeigeführt als alle anderen. Und das ging eben auch durch diese Art von Massengesellschaftsstruktur, die da so entstanden ist. Aber ich finde zwei andere Dinge noch viel faszinierender. Das eine, also ich weiß noch, wie zu Zeiten des Ölbooms oder so wurde zu denen gesagt, die da jetzt auf Solar und was weiß ich umsteigen wollten, Energiewende, Leute, das bringt nicht so viel unmittelbaren Gewinn, Profit, ne? Lasst da die Finger von und da könnt ihr nicht so gut Karriere machen. Und dann wurde von der Politik geantwortet, Leute, das wird jetzt sowieso kommen, das setzt sich durch, wir müssen vernünftiger und ökologischer uns verhalten. Die, die nicht umstellen, sind halt nicht in der Zukunftstechnologie. Und so könnte man auch sagen, dieses korrupte Splitterinteressengeschäft, was da heute in der Welt so überall betrieben wird, ist nicht zukunftsfähig. Leute, wenn ihr euch umstellt auf ihr seid fähig für Sinn des Ganzen zu funktionieren, dann seid ihr die Zukunftseinstellung, ne? Und ihr werdet unter den Unternehmen oder in einer Gesellschaft, die jetzt sagt, Nachhaltigkeit muss der Leitwert sein, da werdet ihr dann auch besser karrierefähig sein, als wenn ihr weiter in diesem Sucht-Ego-Splitter orientiert sein, hängen bleibt. Und eine andere ganz spannende Sache finde ich auch. Wechselwunsch. Ja, Wechselwunsch, gerne, gerne, gerne. Ja, wir sprechen ja über diese zwei Dinge. Es geht ja nur um die Frage, ob ihr mich überzeugen könnt, ob ich an euren Aktionen mitmache, weil ich mich überzeugt, weil es mich überzeugt, oder ob ihr ein bisschen stärker euch für die GWÖ-GWO-Kombi noch einsetzt, weil es euch überzeugt. Nur um diese Frage geht es ja eigentlich. Und die ist eigentlich, Wechselwunsch? ja, Wechsel, Wechsel. Wechsel 2. Ja. Ja, also ich glaube schon, also dass man ja sagen kann, das ist gar kein großes Entweder-Oder. Also uns bist du, also mir bist du auch lieb, Dylan, mit deiner Einstellung und deinem Einsatz dafür, GWÖ-GWO-Kombi. Ich halte das für gut möglich, dass das für ganz viele Menschen der Weg ist, der ihnen am besten Weiterentwicklung ermöglicht, weil sie das andere eben nicht wollen, da nicht sind, also geistig, seelisch oder wie auch immer man das nennen will. Es sind verschiedene Wege und ich sehe in der Kombination die größte Veränderungskraft. Und wir können natürlich uns auch gegenseitig überzeugen, aber ich glaube, wir sehen sowohl in der einen wie in der anderen Schiene eine Schiene, die ja beachtenswert ist, ne? Weil ich habe bis jetzt in Facebook immer noch unsere Anzeige da, ne? Leute wählt den Weg zur beglückendsten Lebensweise. Die Wege jedenfalls führen ziemlich stark zusammen oder können ziemlich stark zusammenführen, die wir da beschreiten, ne? Also mit dem Coaching für die Kommunefähigkeit, ne? Die aufgeklärte Schenker-Bonobo-Kommune. Okay, das wollte ich nur sagen, dass da ganz viel nur, ich sag mal, kombinierbare und vielleicht in der Akzentsetzung einfach unterschiedliche Schienen gesehen werden können. Wechsel, ja, das ist sowieso piep, piep, piep jetzt. Bei dir ist piep, piep. Ich sage noch mal kurz Wechsel 4. Also. Warte, warte. Ich stehe gerade hier auf dem Schlauch des Zettels. Moment. Jetzt ist allerdings wieder passiert, dass ich den Gedanken verloren habe. Ich hoffe, ich kriege ihn gleich wieder. Ja, also einerseits, ach ja, jetzt habe ich den Gedanken wieder. Ja, es ist schön, dass du das auch als ein Pfeiler siehst oder so, aber ich will mal deutlich machen, was eigentlich der Unterschied der zwei Strategien ist. Bei der einen geben wir uns als Denkende in der Kapitänskajüte zusammen mit den Besten der Politiker dieser Erde einen neuen Rahmen, mit dem die Politiker leben können, weil sie die gleiche äußerliche Karriere von uns geschenkt kriegen, die sie gemacht hätten, wenn das teuflische falsche System weiterlaufen würde. Aber sie stimmen quasi für die nächsten Generationen der Politiker denn dann einem vernünftigen, sinnvollen System zu, zum Beispiel der Bundesländer, Bundesliga, der Landesregierung, wo ein Politiker ja Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand seiner Wählerinnen mehren muss oder er scheitert. Und das
nicht für diese Politiker, die werden ausbezahlt, die können dann quasi nicht mehr scheitern in ihrem Leben, aber sie können dann in Zukunft auch abgewählt werden, werden aber ja gut entschädigt durch dieses neue Modell. Ja? Und das ist ein Korsett, das wir uns geben in der Kapitänskajüte. Und dein Modell ist, die Leute zu gewinnen, dass sie relativ selbstlos, also wie war das? Vergeltungsloses Vergeltung? Schenken. Ja. Wechsel. Nee. Jetzt hat nur noch Janik Zeit. Okay. Ja, vielleicht gibt mir Janik ja auch mal ein paar Sekunden, dann könnte ich das eben noch kurz übersetzen quasi. Okay, dann gebe ich dem Öffi mal ein paar Sekunden, dann kann man das übersetzen. Ja, los. Okay. Ich übersetze nur. Nee, wir sitzen in der Kapitänskajüte und wir sagen erstmal, über müssen wir sowieso mit den Leuten vernünftig reden können, über jetzt diese unterschiedlichen Schienen, ne? Auch ob sie für die Zukunft dann eben die den korruptionsbefreienden Mechanismus einführen wollen. Kann ja sogar sein, dass sie eben zu eitel sind und sagen, nee, wir sehen das als nicht so sinnvoll an, dass wir da was ändern, weil wir sind ja schon die Guten, wir sind ausreichend gut als Politiker. Das ist so eine künstliche Welt, die der Dillen sich da vorstellt. Ja, also das eine ist, dass wir mit ihnen reden müssen, um diese Strategiewechsel überhaupt durchführen zu können. Das zweite ist, dass wir beide Schienen für möglich halten. Also wir sagen nicht, wir wollen euch vom vergeltungslosen Schenken überzeugen, sonst können wir mit euch nichts anfangen oder ihr mit uns nichts anfangen. Sondern wir sagen, natürlich, also wir können über diese Belohnungsmechanismen nachdenken für die Leute, die nicht aus Seelenreife oder Seelenhöhe zum korruptionsbefreiten Politiker oder Gemeinwohlmenschen werden wollen. Wir können sogar ein Computerspiel für die Süchtigen machen, was sie aus dem Hauen und Morden rausbringt zu Sinnentfaltung. Das ist alles möglich. Wir wollen nur, dass wir uns hinsetzen und dass wir diese verschiedenen Schienen miteinander in ein kombiniertes Konzept bringen, wo am meisten da gut bei rauskommen kann. Aber wir haben alle nichts davon, wenn wir vielleicht die Schienen, die am förderlichsten wären, sogar für die korruptionsbefreite Entwicklung, also die Menschen, die das aus echter Überzeugung machen und mit überlegen und gestalten wollen, wenn wir sagen, nee, euch gibt's gar nicht und deshalb kommt das nicht vor oder beschäftigen wir uns nicht damit. Also die kombinierten Schienen sind aus meiner Sicht das Zauberwort, was die größte Veränderungskraft erzeugt. Und in der nächsten Runde erkläre ich noch, warum die Karriere auch bedeutet, dass das Geistigsein einem ganz ungeahnte Erfolgsmöglichkeiten im Miteinander und in Versorgung so geben kann. Wechsel. Janik, du hast noch Zeit. Ja, ich habe noch Zeit. Du kannst auch an mich vergeben oder selber, ja, wie du willst. Ja, was mir jetzt noch eingefallen ist, ist natürlich auch so ein Abend mit so einer schönen Frau zu verbringen, kann natürlich auch ein vorteilbringender Irrtum sein, weil das ist ja dann auch manchmal nichts Nachhaltiges, wenn man dann in so einem Rausch ist, sag ich mal. Also im Rausch nach irgendetwas, nach angenehmen Empfinden oder sonst was. Also dass sich da halt schon dann die Frage ist, okay, was hat jetzt Nachhaltigkeitspotenzial? Das fällt mir noch dazu ein. Und klar, ja, die Schienen miteinander zu kombinieren, finde ich auch gut, wenn das möglich ist. Ich bin da vielleicht nicht so gut drin, das jetzt geistig so gut zu überblicken, aber also denke ich mal, das kann auf jeden Fall sinnvoll sein. Und meine Restzeit gebe ich dann an euch ab. Naja, dann können wir die neue Runde starten, gell? Das bedeutet. Ja, denn wir haben ja gesagt, du kannst nicht mehr die Restzeit nicht an uns geben, sondern nur wenn du eine gezielte Frage an uns hast oder ganz gezielt uns für eine bestimmte Sache ganz bewusst Zeit geben willst. Ansonsten gibst du es einfach so, dass wir schneller die neue Runde anfangen können. Das machen wir jetzt, ne? Alles klar. Ja, dann beginne ich die nächste Runde, wobei ich muss nicht immer beginnen, aber ich beginne gerne, weil ich habe jetzt kommt mein eigentlicher Knaller für heute. Daran habe ich eine Woche gearbeitet. Also, liebe Leute, jetzt könntet ihr das Höchste erfahren, zu was Naturwissenschaft in der Welt fähig ist, nämlich die aus meiner Sicht die fundierteste Kritik, warum ich so nicht restlos überzeugt bin von der Schenkerbewegung. Und zwar unsere naturwissenschaftliche Analyse nach jetzt einigen Jahren des Kontaktes mit Öffi
Und wir haben ja begonnen mit langen Talkshows am Anfang, ne? Und für mich, für die Naturwissenschaft gehören die Schenker zur Gruppe der Manipulationsopfer der Sozialspaten. Untergruppe Menschenverbesserungsvorstellungen. Es gab also sozusagen in den Sozialspaten, haben sich in den letzten Jahrhunderten Ideen entwickelt. Wir nennen sie ja vorteilbringende Irrtümer. Und ich muss begründen nachher, welches der Vorteil darin ist für die Sozialberufler. Nämlich Ideen entwickelt, der Mensch könne verbessert werden. Das gipfelte in der DDR in der Vorstellung vom sozialistischen Menschen, der also entwickelt werden muss und pädagogisch seine geistigen Fähigkeiten zu einem relativ vergeltungslos schenkenden Wesen zu entwickeln. Und das Problem ist, dass alle diesen Menschenverbesserungsvorstellungen immer wieder an dieser von uns Naturwissenschaftlerin sogenannten Betonmauer, nämlich der DNS, gescheitert sind. Dass die Organismen nämlich darauf programmiert waren, dass ihnen ihre eigene Familie immer tausendmal wichtiger war als die DDR, als die Gemeinschaft, ja? Die DDR war die Gemeinschaft, aber ihnen war immer ihre kleine Familie, ihre eigenen Kinder oder sie selbst sich immer näher, trotz dieses Versuches, den Menschen zu verbessern. Und ich sehe den Versuch, sozusagen diese geistige Ebene zu erreichen und dieses Glückserleben, dazu muss ich dazu sagen, schon jetzt würde es mir mehr Spaß machen, einen ganz blöden ZDF-Krimi zu schauen, als hier zu sein, aber ich bin diszipliniert und ich arbeite mein ganzes Leben konzentriert, weil ich habe ja ein Ziel. Aber das ist bei mir, dass ich jetzt das erzähle, ist Arbeitsdisziplin und nicht Vergnügen. Ja, und so sehen das offensichtlich auch viele andere. Und jetzt bringe ich nur noch den Gedanken zu Ende, nämlich der sozialistische Mensch musste genauso scheitern an dem Betonpfeiler DNS in der menschlichen Natur, wie die Idee, dass der Mensch diese geistige höhere Ebene des sinnvollen und gemeinschaftsorientierten schaffen würde. Und jetzt wieso gewinnen da die Sozialspaten? Ja, weil am Ende solche Ideen, diese Ideen, die vor Jahrhunderten aufgekommen waren, dass der Mensch weiterentwickelt werden könnte, immer zu Gesellschaftsexperimenten führen, die notwendig zu einem wirtschaftlichen Scheitern dieser Experimente führen. Dadurch kommt es zu mehr Arbeitslosen, Obdachlosen und Armen, typischerweise in solchen Gesellschaften. Und daran können sich dann die Sozialspartler bereichern, genauso wie die Ärzte sich an mehr Kranken bereichern können, sozusagen. Und das ist unsere biologische Analyse und jetzt nach mehreren Jahren kennenlernen. Also, ich fasse zusammen. Die Schenker gehören aus biologischer Sicht zur Gruppe der Manipulationsopfer der Sozialspaten, der sogenannten Lobbyisten wider Willen, weil sie die vorteilbringenden Irrtümer der Sozialspaten übernommen haben von der Idee, der Mensch sei verbesserbar. Über seine Genmöglichkeiten hinaus oder Genzwänge hinaus. Das führt dann zu Gesellschaftsexperimenten, die notwendig volkswirtschaftlich scheitern und verarmen. Das führt zu mehr Kundschaft für Sozialspartler und am Ende haben die Sozialspartler als einzige den Vorteil, alle anderen Menschen den Nachteil. Und das glaube ich leider wirklich. Wo irre ich mich? Sagt mir, wo ich mich irre. Wechseln. Ja, Wechsel 2. Also das eine ist schon die dogmatische Annahme, dass wir sagen, der Mensch muss über die DNS hinaus verbessert werden. Da hatte ich schon zwischendurch gesagt, dass ich das gar nicht genau weiß. Ich weiß nicht, ob das versteckt in der DNS ist und die Evolutionsbiologen haben lange hin und her geforscht, wie kann es denn passieren, dass da einzelne Wesen sich für die Gemeinschaft doch hingeben? Verwandtschaft ist eine mögliche Begründung. Aber jetzt der Ameisenstaat oder solche Superorganismen, die enthalten die Möglichkeit, dass da wirklich scheinbar der Mechanismus drinsteckt, also für den Stamm oder den Ameisen, das Ameisenvolk, wird sich auch erforderlichenfalls aufgeopfert.
Wechselwunsch. Und ja, gerne, gerne. Jetzt habe ich nur noch 25 Sekunden, aber ich könnte dir jetzt 2 Minuten in 2 Minuten erklären. Vielleicht kann mir Yannick nachher Zeit geben, dass das mit den Ameisen der größte Beweis dafür ist, dass es reiner Genegoismus ist. Denn die einzelne Ameise, die sich aufopfert für den Staat, ist genetisch. Erstens hat sie keine eigenen Fortpflanzungsorgane und ist mit dem Eierstock der Königin zu 75% hochgradig verwandt und rettet also damit, indem es sich selbst aufopfert, sich selber. Es ist ihre einzige Chance, sich selbst zu nutzen, sonst würde sie selbst aussterben. Es ist also reiner Genegoismus, warum Ameisen das tun. Wechsel, mal piep, piep, piep. Ja? Ihr habt Zeit. Ja, danke schön. Dann kann ich ja weitermachen. Also das eine ist, dass diese Erklärungen ja umstritten sind. Es gibt diese Lücke in den Erklärungen der Evolutionsbiologen für ein kollektiv sich aufopferndes Verhalten. Und man muss aus meiner Sicht nicht annehmen, dass das ein Verbesserungswunsch oder eine Abweichung von der DNS ist, sondern es ist die Frage, ob die DNS Möglichkeiten enthält, dass eben eine kollektive Solidarität oder Hingabe mit enthalten ist. Denn irgendwie muss der Geist des Menschen erklärbar sein, ja auch mit seinen Möglichkeiten. Und der hat von Anfang an solche Sinn- und Moraldimensionen mit in seinem Potenzial. Das ist ja nicht zu übersehen. Schon die frühesten Religionen enthalten die Möglichkeit, dass die Menschen sich in diesen höchsten globalen oder gesamtheitlichen Sinnhorizont gedacht haben. Und das fällt ja nicht vom Himmel, oder jedenfalls, man kann das überlegen. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn es vom Himmel fällt. Aber jedenfalls ist es so, es ist da und es muss irgendwo hergekommen sein. Man kann nicht sagen, man kann den Menschen nicht zu sowas hin verbessern, wenn es schon erkennbar vorhanden ist. Dann ist nur die Frage, wie ist es erklärbar? Aber man kann es nicht wegrationalisieren, indem man sagt, das kann es nicht geben. Es kann es geben. Es sind Leute da, die so denken, und es sind Leute da, die ihr Leben daran orientieren, die ihr Leben sogar dafür hingeben. Und das sind nicht nur, was weiß ich, einer unter 80 Milliarden. Das ist nicht der Fall. Es ist ein Phänomen, was da ist und erklärt werden muss. Aber die Erklärung kann nicht heißen, das gibt's nicht. Und insofern ist das nicht der Gegensatz zwischen Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft, sondern es ist die Frage, wie geht man damit um? Und ich würde sogar folgendes Experiment jetzt auch anbieten, also was die menschliche Sozialfähigkeit angeht. Habe ich so noch nicht vorgetragen, mache ich hier an dieser Stelle. Also ich habe nicht nur mich selbst so ausgearbeitet, was dieses Sinndenken angeht. Ich habe auch einige Dinge ja gelernt, die so dieses empathisch-soziale, dieses Gesprächsverhalten unter Menschen bedeuten. Und ich würde folgende Behauptung aufstellen oder was Wissenschaftler mal ausprobieren können. Man kann mich in jedwedes soziale Milieu stellen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich es schaffe, diesen Menschen angenehm zu erscheinen, sodass sie mit mir zusammen sein wollen und schauen wollen, dass ich mitversorgt bin. Diese Wahrscheinlichkeit bekomme ich auf diesem geistig-kommunikativen Wege hin besser als irgendwie durch Karrieredimensionen, wie jetzt, was weiß ich, man baut da eben aus Holz was oder sonst wie. Also das würde ich eine spannende Herausforderung sehen, solche Experimente zu machen. Und ich glaube, dass das zeigen kann, dass solche Potenziale wie Sinndenken und Sinnkommunikation hohe Möglichkeit haben, wenn sie die Menschen nicht bringt zu diesem globalen Bewusstsein, so doch so angenehm auf sie zu wirken, auf Sehnsüchte und Visionen, die im Menschen schlummern, dass man damit gut zurechtkommt. Und dann kann man sich überlegen, ist das jetzt ein vorteilbringender Irrtum für mich oder für die anderen? Oder ist es vorwärtsbringende Einsicht? Also Leute wie Gerald Hüther und andere sprechen von der wesentlichen Potenzialentfaltung des Menschen. Und die humanistische Psychologie, Carl Rogers und sowas, nennt es die Selbstexploration und die Selbstverwirklichung, Selbstaktualisierungsfähigkeit des Menschen. Also das wäre genauer zu prüfen, inwiefern sind da Irrtümer oder Schäden oder irgendwas? Oder inwiefern ist es das, was dem Menschen gut tut und ihn in seinen wesentlichsten Eigenschaften weiterentwickelt? Ja, reicht für den Moment. Also ich denke eh, ne, die Kombination der Gedankenansätze und der Schienen der Veränderung, also auch sogar wenn die Naturwissenschaftler das sagen, was du denen da vertrittst,
Dann bleibt ja die Frage, ob für die Veränderung der Zukunft diese Wege kombiniert oder überhaupt nebeneinander laufen sollen oder nicht. Ich meine, im Grunde sage ich ja statt eben GWÖ-Kombi oder irgendwas, Weg direkt in die Kommune, Weg direkt in diese Welt, wo man Piep, piep, nicht piep, piep, nur piep. Bonobos, sondern auch aufgeklärte Schenker-Bonobo-Kommune bilden kann. Puh. Jetzt hat nur noch Jannik Zeit. Ja, lass uns gern die nächste Runde starten. Wechsel 4. Ja, die Ameisen und so weiter, Öffi. Du hast von Lücken gesprochen und so weiter. Die gibt es für uns in der Naturwissenschaft nicht. Diese Fragen sind alle schon vor Jahrzehnten geklärt worden. Ich erinnere mich an das tausendseitige Funkkolleg Psychobiologie mit Professor Christian Vogel, der über mich geschrieben hat, dass meine Arbeit wegweisend für die gesamte moderne Biologie werden dürfte. Das ist, Wechselbund. ja, ich mache nur noch den Satz zu Ende. Das erinnert mich nämlich an die Lücken im Fossilfund, die die Kreationisten immer erwähnen. Für uns gibt es da keine Lücken. Das ist alles geklärt und erledigt. Wechsel. Ja, Wechsel 2. Schau mal, die Ameisen, sogar nach deiner Beschreibung von vorhin, haben selbst keine Geschlechtsorgane, keine eigene Fortpflanzung. Das heißt, ihr DNS-Mechanismus muss eine Möglichkeit enthalten, dass nicht über das direkte sich fortpflanzen, sondern, und das wissen sie ja nicht bewusst, sondern es muss ja irgendwie einfach einprogrammiert sein, zu sagen, die Königin enthält eben diese Fortpflanzungsmöglichkeit, also können wir uns aufopfern, die Königin bringt ja diese Fortpflanzung. Warum sollte nicht beim Menschen ein DNS-Mechanismus denkbar sein, der sogar mit bewusster Einsicht dann sagt, die Menschheit wird nur überleben, wenn wir mit den Technologien, mit den Waffen und so weiter, die wir da erzeugen, wenn wir so ein gemeinsames Sinn- und Verantwortungsbewusstsein entwickeln. Also im Wechselwort. Grunde genommen zeigt es die Spielräume, die auch DNS-Möglichkeiten haben, wie die Programmierung da überhaupt gestaltet sein kann. Wechsel 4. Ja, also genau das ist, was in der Naturwissenschaft ganz deutlich bewiesen wurde. Du hast ja auch Hüther und Rogers angesprochen. Also erst einmal hole ich noch mal aus, dass ich sage, die Wohlfahrts- und Sozialsparten sind wahrscheinlich viel älter, als wir denken. Ich habe keine Zahlen darüber. Bei Medizin weiß ich, dass wir ungefähr 170.000 Jahre Evolution des Medizinsystems haben. Bei den Sozialsparten weiß ich nicht, wie viele Tausende von Jahren das zurückreicht. Aber all diese Ideen, die du genannt hast, Jesus, Rogers und Hüther und so weiter, das sind alles aus unserer naturwissenschaftlichen Sicht schon Beginne der Sozialsparten, die Menschen zu einer Idee der Menschheitshöherentwicklung zu bringen. Das führt zu scheiternden Gesellschaftsexperimenten und das führt zu mehr Armen und davon profitieren dann wieder die Sozialspartler. Das ist unsere Denkweise. Aber jetzt wollte ich den entscheidenden Punkt zu den Ameisen sagen. Wir betrachten in der Biologie, die Ameisen werden bezeichnet als Superorganismus. Bienen, Ameisen, Wespen. Superorganismus meint, dass es sich wie bei einer Amöbe eigentlich nur um ein einziges Tier handelt. Die Königin ist der Eierstock. Ja? Die einzelnen Ameisen sind wie in einer Amöbe, nur dass es diese Außenhaut nicht gibt, ziehen durch die Welt und sammeln Futter. So wie die Amöbe so durch die Welt wabern würde und die Sachen einschließt und dann in sich einverleibt. Nur dass das hier ohne Haut geschieht. Und dieses eine Tier, in dem opfert sich quasi die Ameise wie eine Körperzelle, eine Immunzelle, weil sie sich selbst ja nicht fortpflanzen kann, hat sie das Programm, empfinde es als lustvoll zu sterben, um die Königin zu retten und damit deine eigenen Kinder zu retten. Denn es sind dann deine eigenen Kinder, die die Königin zur Welt bringt. Und damit ist es quasi so, dass die Ameise nur aus Verwandten Nutzen das macht. Sie macht nämlich genau wie wir Menschen, die eigenen Verwandten werden gefördert, eigene Kinder, eigene Neffen und Cousinen. Wechsel? Wechselwunsch. Ja, Wechsel 2. Ja. Dann lass uns doch die Logik mal einfach übertragen. Also die Gaia-Theorie sagt ja, wir Menschen sind vielleicht eben auch die Intelligenz, der Kopf hier der Welt, ne? Wir sind dazu bestimmt, die Intelligenz in den Kosmos zu bringen, dieses Element einzufügen.
Und man kann doch sehen, der Mechanismus in dem Ameisenstaat ginge schief, wenn die Wechselwunsch. einzelnen, ja, aber ich sage noch den Satz, Ja. das würde in dem Ameisenstaat schief gehen, wenn das einzelne Tier nicht wie eine Zelle im großen Organismus versteht. Und ich behaupte, das ginge bei den Menschen auch schief, weil unsere Technik- und Waffenentwicklung uns mit diesem kleinen geistigen Splitter-Egoismus das Leben raubt. Ja, Wechsel. also Wechsel 4. Ja, ich wollte nur ganz kurz auf Gaia und diese Dinge eingehen. Das sehen wir halt auch alles als Bilder, die aus den Sozialsparten stammen, wieder zu falschen Vorstellungen davon führen, die alle dazu dienen, dass der Mensch sich quasi mit diesem lebendigen Lebewesen Mutter Erde identifizieren soll und sich dann Ja, dafür Wechselwunsch. aufopfern soll. Ja, ich mache nur den Satz zu Ende. Aufopfern soll. Dadurch kommt es wieder zu diesen falschen Experimenten mit Menschen, dann wieder zum Scheitern der Gesellschaftsentwürfe und Experimente und die Sozialspartler gewinnen wieder. Ja, Janik? Ja, also wie soll denn eine Sparte mit bedingungslosem Schenken Profit machen? Verstehe ich nicht. Also vor allem, wenn dabei jetzt, sage ich mal, kein kapitalistischer Mechanismus unterstützt wird. Also das verstehe ich nicht. Wechsel 4, ja. Wechsel 4. Ja, es ist ganz einfach. Bei der DDR war es quasi ja so, dass die Erziehung dahin ging, den Menschen zu einem bedingungslosen und vergeltungslosen Schenker zu machen. Er sollte ja quasi sagen, du hast jetzt 10 Jahre Ausbildung hinter dir, Studium hinter dir, hast hart gearbeitet. Und jetzt sollst du das aber der Volksgemeinschaft schenken, indem du genauso wenig Belohnung bekommst wie derjenige, der nicht 10 Jahre gelernt hat, sondern 0 Jahre gelernt hat. Ja? Der bekommt nämlich genauso viel, wird genauso viel, wird aufgeteilt bei uns in der DDR. Ja? Und du sollst gefälligst so vergeltungslos zum Schenker werden, dass du deine 10 Jahre Ausbildung gerne zum Nutzen der Volksgemeinschaft schenkst. Aber genau das haben sich die Leute geweigert und haben stattdessen ein Eigenleben entfaltet und sind wie mein Vater geflüchtet. Solange die Mauer noch nicht hochgezogen war, sind sie rechtzeitig geflüchtet, damit sie für ihre Ausbildung und ihr Studium einen höheren Lohn kriegen. Wechsel. Piep, piep, piep. Ich habe keine Zeit mehr. Ja, Ja. wechsel mal. Oder Yannick, willst du noch etwas sagen? Nee, sag du mal gerne, Öffi. Ja, also auf jeden Fall kann man erstmal festhalten, also ich greife nur das letzte Konkrete auf, die DDR ist nicht nach 2 Tagen zerfallen, weil sie alle abgehauen sind. Also noch heute gibt es diese Relikte sozusagen in den ostdeutschen Bundesländern, dass da eine ganze Reihe Fans sind von dieser Art von sozialer Einstellung und Bewusstheit. Dass dieses System gegen ein kapitalistisches Aufrüstungssystem letztlich wirtschaftlich und militärisch nicht bestehen konnte, besagt aber nicht, dass da keinerlei Wirkung in diesen Kräften enthalten ist. Und ich greife erstmal noch die Bilder in Anführungszeichen auf, die wir vorher hatten. Ich kann mir gut vorstellen, obwohl, wie gesagt, ich weiß da nichts, ne? Und ich muss auch nichts wissen, weil die entscheidende Begründung für meine Orientierung an meiner Geist- und Vernunftseele und dass ich von den Sendern das kosmische Bewusstsein wählen kann, trägt seine Begründung, seine Sinnhaftigkeit in sich und niemand würde auf diese Art der Orientierung, wenn er sie verstanden hat und wählen konnte oder gewählt hat und innerlich erlebt, niemand würde darauf mehr verzichten, weil ihm irgendeiner erzählt, das geht jetzt nicht oder die DNS spricht dagegen oder irgendwas sonst. Er wird sagen, die Wirklichkeit erlebe ich und sie ist wichtiger als die ganze DNS und alles andere, was mich jetzt noch als Einflussfaktor vielleicht betreffen kann. Also, ich weiß eigentlich nichts, aber wenn ich es übertrage, die Vorstellung, dass da eine uns ausnutzende Lobby dafür sorgt, dass wir diese Einstellung haben, ist erheblich weiter hergeholt als die Annahme, da ist, ob jetzt DNS bedingt, also wie unsere Art des Ameisenstaates, oder irgendwie anders bedingt, aber jedenfalls ist es ja so, dass wir Menschen als Art nicht überleben werden, wenn wir nicht mit diesen explodierenden Technik- und Waffenmöglichkeiten auch entsprechend verantwortlich umgehen.
Und dementsprechend wäre so eine Einsichtsfähigkeit, DNS-bedingt oder nicht, das, was uns genau wie im Ameisenstaat in die Fähigkeit versetzen würde, wie die Zellen im Organismus zu handeln, was wir zumindest in dem Maße brauchen, dass unsere explodierenden Werkzeugmöglichkeiten, Werkzeug- und Waffenmöglichkeiten nicht zu schädlich werden, um es mal ganz gelinde auszudrücken. Das heißt also, da ist auf jeden Fall so ein Mechanismus möglich. Ich würde so weit gehen, dass unabhängig von allen anderen Erklärungsansätzen, wenn ein Mensch darüber nachdenkt, wie sollte die Menschheit sich entwickeln und wie geht das mit ihren explodierenden technischen Möglichkeiten? Ein Mensch könnte sagen, die Entscheidungsfähigkeit der Menschen, wie Zellen im Organismus der Welt zu funktionieren, ist so wertvoll, dass zumindest wo sie möglich ist, sie wertgeschätzt und genutzt werden sollte. Der Einzelne kann sich damit dann besser fühlen und der Welt geht es besser damit. Also es gibt keinen Grund, diese Möglichkeit, wo sie existiert, nicht zu nutzen. Und das schließt ja alles andere nicht aus. Also ich kann da dementsprechend ganz locker auch sagen, man kann einfach gucken, wo sind die Menschen, die das begreifen, die so sich innerlich ausgestalten wollen. Und gut, die können dann in so einer erfüllenden, ich nenne es bewusst aufgeklärten Schenker-Bonobo-Kommune, weil es nicht auch verdeckt oder mit einem Minimum an Vorteilsdenken im Sinne von Piep, Vermehrung piep, 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 zu piep. sehen ist, sondern weil es die Freude an diesem Zellendasein im Kosmos ist. Nur noch Janik hat Zeit. Ja, was mir, ja, okay. Ja. Gut, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, zum Thema Naturwissenschaft, Folgendes, ich hab den Eindruck, dass die Naturwissenschaft aufgrund dessen, dass sie Beobachtungen macht und guckt, wie es sozusagen in der Welt funktioniert, dass sie dann, oder ist jetzt eine Frage, ob sie das dann automatisch dann auch als richtig deklariert, nur weil es jetzt in der Natur so ist, so. Aber selbst wenn jetzt in der Natur irgendetwas vorkommt und man hat das naturwissenschaftlich auch nachgewiesen, dass es so vorkommt, heißt es ja nicht, dass man es als richtiges Handlungsgesetz oder als korrekt oder sinnvolles Handeln deklarieren kann. Also das ist, ich weiß nicht, diese Schlussfolgerung von, ich beobachte etwas in der Natur oder bei irgendwelchen Ameisenvölkern und deshalb ist es dann, funktioniert es dann so, da muss doch auch noch eine Zwischeninstanz sein, die das dann kritisch hinterfragt, ob die vielleicht irrt sich ja die Natur. So, ne? Nur weil es die Natur macht, heißt es ja nicht, dass es richtig ist. Das ist mir jetzt gerade noch zu Naturwissenschaft eingefallen. Ich könnte gerne Ja. antworten, wenn es dich interessieren würde. Ja. Ja, dann mache ich in der Zeit Ja. 3 weiter, ja? Ein bisschen. Also, ich versuche es mal ganz kurz. Also, es geht nicht darum, die Natur, es geht nicht darum, dass die Natur wirklich nicht richtig oder sie ist wirklich nicht richtig, die Natur. Aber wir müssen, wenn wir strategisch vorgehen können, mit dem leben, was als Natur in den Menschen wirkt und sie davon abhält, heute Abend hier zu sein. Ja? Das heißt, wir müssen einfach die Realität sehen, dass die DNS-konstruierten Organismen bestimmte Naturgesetze in sich haben. Und das geht ja eigentlich nur um die Frage. Also wahrscheinlich ist es sowieso sinnlos. Also erstmal, weil Öffi und ich, und Weltrat, wir erreichen im Prinzip ja bis jetzt rein taktisch massenmäßig gar nichts. Wir haben 700 Abonnenten, Öffi hat 500, 600 Abonnenten bei YouTube zum Beispiel. Also andere haben Millionen Abonnenten, ja, wo nur Blödsinn gemacht wird, aber die haben Millionen Aufmerksamkeit. Ja, also wir erreichen wahrscheinlich beide gar nichts, weil das vielleicht gar nicht zu retten ist. Aber wenn es zu retten wäre, ist doch sinnvoll zu überlegen, dass es doch mit einem Korsett vielleicht schneller gehen könnte, nämlich mit dem Korsett. Öffi hat es ja richtig eben angesprochen, dass wir letztendlich diese ganze Schädlichung, also die Schädigung durch Atombombentod, ja, also stellen wir uns vor, nuklearer Welttod sozusagen, diese sind ja reale Bedrohungen.
Und die können wir aber doch durch das Korsett in den Griff kriegen, indem wir die Waffenkonzerne endlich für den Rückgang an sterbenden Menschen bezahlen und für die Friedensförderungswirkung der Konzerne auf die Regionen bezahlen und belohnen und nicht mehr für jetzt, wie jetzt, für die Kriegstreiberei. Also das Korsett würde uns ja aus der Gefahr des Atomkrieges herausbringen. Darum geht es mir ja, dass ich der Meinung bin, auch die anderen Schädlichkeiten, ich habe ja vorgestellt, gerechnet, wie wir das Klimaproblem lösen könnten, indem wir das Korsett einführen, das damit verbundene Wirtschaftswunder nutzen, um die anderen Staaten zu verlocken, aus Egoismus heraus auch dem Klimabund CO2-Ausstieg beizupflichten. Und von daher, also verstehst du, es geht einfach nur um die Frage, womit ist unsere Zeit besser investiert, wenn im Menschen eine Hürde drin ist, ja? Ich könnte da auch noch was ergänzen, Jannik, wenn du noch Zeit hast und mir ein paar Ja, ein Sekunden noch bisschen gibst. was Zeit ist übrig, aber muss dich relativ kurz fassen. Öffi, ja? Ja, ich gebe mir Mühe. Genau da sehe ich die Werthaftigkeit jetzt dieses kombinierten Denkens. Denn nehmen wir mal an, es ist viel dran an Dillons oder der naturwissenschaftlichen Theorie, dass die Menschen da so fixiert sind auf diese kurzsichtige Vorteilsrechnerei. Wir haben im Moment weder die Macht noch das Geld, um die Politiker so zu bezahlen, dass es besser ist als die Korruption, die sie andernorts kriegen. Piep, Das piep, heißt, piep, wir müssen. Öffi, ich kann dich jetzt gleich weiterreden lassen mit deiner neuen Zeit, wenn du möchtest. Ja, sicher, klar, machen wir so. Ja, dann starte ich die nächste Runde. Du startest. Genau. Also, machen wir uns doch real auch klar, welche Werthaftigkeit das haben kann, wenn man die Schienen kombiniert. Wenn wir jetzt zu den Politikern hingehen und sagen denen, würden denen sagen, also ich würde ja sagen, folgt lieber eurer höchsten Seelenkraft, ne? Aber wenn wir jetzt annehmen, die sind solche Leute, die so ein Korsett brauchen würden, solche unmittelbare Belohnungslogik, ne? Sie werden halt besser von uns gekauft als von anderen Stellen. Also ich versetze mich in so einen Politiker, der guckt uns an und sagt, ja, ist ja alles gut gedacht, aber wir wissen, wie der Mensch ist. Also ich im Moment sehe, ihr könnt mich gar nicht bezahlen. Ihr müsstet dafür erstmal mit eurem System durchkommen. Und das setzt voraus, dass dass die Masse der Menschen oder jetzt zumindest die Leiter in der Politik von oben, dass die in einer ausreichenden Gruppenbildung Wechselwunsch. dieses Konzept eben so machen wollten. Ja, machen wir Wechselwunsch. Ja, Wechsel 4. Ja, jetzt hast du wieder was gesagt, was aus meiner Sicht einfach sachlich einfach ein Irrtum ist. Nämlich, wir haben Milliarden Gelder. Im Moment will man 100 Milliarden für die Rüstung aufbringen, für die deutsche. Die 1 Milliarde, die es kosten würde, alle unsere Politiker fürstlich auszubezahlen, bis an ihr Lebensende, die können wir aus der Portokasse schaffen. Wechsel. Das sind Störgeräusche. Weiß Entschuldigung, Wechsel. Entschuldigung. Mikro aus. Wechsel 2. Ja. Nein, Dillen, über diese Gelder verfügst du nicht. Über die Gelder verfügt GWÖ-Kombi nicht. Das ist eine Annahme, wo du den Leuten sagst, man könnte das bezahlen, wenn man jetzt das andere System praktiziert. Nee, Das machen die Wechselwunsch. aber nicht. Wechselwunsch. Okay. Nein, das ist völlig falsch. Die Politiker können jetzt sofort, jederzeit 100 Milliarden irgendwo locker machen, weil sie haben Reserven. Und wenn sie die Reserve haben, dass sie einfach Schulden machen. Deutschland hat unheimlichen Kredit in der Welt. Und Deutschland kann 100 Wechselwunsch. Milliarden Kredit machen, um die Politiker Wechselwunsch. auszubezahlen. Ja, Wechsel. Du bist nicht Deutschland. Du bist nicht die Regierung, die Schulden machen kann mit deinem Konzept. Du kommst zu denen hin und triffst auf ein Rudel von Leuten, die alle mit diesem egoistischen, korrupten Vorteilsdenken ihre Karrieren gemacht haben und da jetzt drin stehen. Und ich sage dir, und das ist auch bestimmt ein Grund, warum da nicht viele anspringen, weder auf unser Konzept noch auf deinen Korsettvorschlag. Die werden sagen, ja, wir gehen nicht davon aus, dass viele andere um uns herum
auf diese Art der zukunftsfähigen Denke da hier überwiegend Wert legen, sondern dass die eben meinen, sie machen jetzt hier den besseren Reibach, als darauf zu bauen, dass ihr uns besser ausbezahlen könntet, wenn ihr an die entsprechenden Hebel kämt. Ihr seid nicht da, die anderen sind jetzt an den Hebeln, also bleiben wir lieber dabei, mit dieser üblichen Korruption unsere Vorteile zu machen, statt auf so ein Wechselwunsch. Hirngespinst zu bauen, wie das ihr uns besser bezahlen könntet. Wechseln, ja? Wechsel 4. Das beruht aus meiner Sicht auf dem Irrtum, dass ich ja versuche, du warst noch nie bei so einem Gespräch von mir mit so einem Politiker dabei. Und diese Gespräche sind oft von solch tiefem Einverständnis, dass die Politiker mir wirklich letztendlich zu verstehen geben, dass es wenn der Bundestag mehrheitlich entscheiden würde, dass bestimmte Gelder für die Politiker, die erforderlich sind für eine Zweidrittelmehrheit Verfassungsänderung, Wohlfühlstimme zum Beispiel, oder Bundesländer, Bundesliga der Landesregierung. Das wird wahrscheinlich nur mit der Zweidrittelmehrheit gehen. Aber diese Zweidrittelpersonen, diese Personen, wenn der Bundestag beschließt, dass diese Personen in einem Ausschuss formulieren dürfen, welche Karriere erwartend sie an die Zukunft haben und wie sie gerne, welchen Betrag sie als ausreichend betrachten würden, um ausbezahlt zu werden, da würde man sich einig werden. Und wenn man den Leuten 100.000 Euro mehr gibt, als sie erwarten, dann ist das immer noch Peanuts. Wechsel. Ja, gern wechsel 2 nochmal. Bislang ist es nicht so, Dylan. Also, dass auch bei dir mit dem Konzept jetzt die vielen Politiker sich begeistern lassen und dass die Erfolgsquote oder Erfolgsaussicht so berauschend ist. Wechselwunsch. Und ja, bitte. Ja, vielleicht gerade deswegen, genau deswegen, weil wir bis jetzt den Fehler gemacht hatten, dass wir nicht genügend dieses Ausbezahlen der Karriereerwartungen, die sogenannte Besitzstandswahrung, da gibt es einen extra Begriff für, das nennt man Besitzstandswahrung, sozusagen, das noch nicht genügend an die Front geschickt hatten. Jetzt ist es aber auf unserer Homepage groß und fett drin. Wechsel. Ja, dann gucken wir mal, wie das wirkt. Aber ich sage, und das war ja der Gedanke, auf den ich hinauskommen wollte. Der Politiker, der jetzt im Moment vielleicht nicht mitmacht, weil er denkt, die haben da so eine sozialere oder unschädlichere Theorie. Jetzt im Moment hat die aber keine Mehrheit. Ob sie eine findet, ist ja fraglich. Und dementsprechend habe ich mehr davon, wenn ich das übliche Korruptionssystem abschöpfe, als wenn ich da mir versprechen lasse, ich. Wechselwunsch. Ja, wäre aber vielleicht gut, jetzt diesen Gedanken mal in den einen Satz noch anzuhören. Aus meiner Sicht schadet es nicht, wenn ein solcher Politiker dann auch einen Anteil Verantwortungsbewusstsein in sich spüren kann oder es mit dieser Art von Logik an Sinn und Wohl des Ganzen zu denken, auch wenn es nicht nur durch die größeren Korruptionsgewinne motiviert ist. Also wenn das dazu kommt, so dass es ein Verstärkereffekt sein kann für ja jede gute Entwicklung, ob jetzt dann mit dem Korsett oder mit der Seelenverwirklichung. Wechsel 4. Ja, das mit der Mehrheit. Du hast damit aus meiner Sicht wieder einen ganz schwerwiegenden Irrtum angesprochen. Wir haben ganz bewusst, wir haben damals, ich weiß nicht, wie viel 1000, 2000, 3000 Euro ausgegeben, um diese Studie zu machen, einer simulierten Bundestagswahl. Das ist das höchste Level, was man so, das ist tausendmal besser als eine Umfrage sozusagen. Und man lässt die Wähler wählen und jede Partei, wir haben rausgekriegt, dass ungefähr jede große Partei, wenn sie mit der GWÖ-GWO-Kombi fusioniert, quasi gemeinsam auftritt als Hauptwahlkampfthema, dass dann jede dieser großen Parteien plus minus 15% gekriegt hat. Das kann jede politische Partei vorher im Geheimen austesten lassen mit Allensbach für 3000 Euro.
Dann haben Sie ein Ergebnis, dann kriegen Sie eine Prognose, das bringt 10% mehr, 5% mehr oder 20% mehr. Und diese Studie zu machen, das ist Teil unserer Gespräche, mit dem rede ich über die Politiker, weil die ganz klar natürlich sagen, wir können das natürlich nur riskieren, wenn wir wirklich sichere Prognosen haben, dass die Mehrheit für unsere Partei dann berauschend größer ist, mindestens 5% mehr. Ja, und genau das genau damit, darüber spreche ich mit den Leuten. Wechsel 2? Ja, wäre ja gut. Dann bin ich ja mal gespannt, weil einerseits setzt das voraus, dass die Bereitschaft bei den Leuten da ist, sich auf das Risiko zumindest mit diesen Vortests einzulassen oder überhaupt die Vortests zu machen und zu finanzieren. Und dann kommt es darauf an, ob das wirklich so zutrifft und ob die Wähler dann eben sich wirklich auch so verhalten. Und ich sage, ich kann nicht erkennen, dass es einen Nachteil jedenfalls bedeutet, wenn dabei auch ein freies Verantwortungsbewusstsein mit im Spiel ist oder mit aktiviert werden kann. Wechsel 4. Ja, also ich wollte nur ganz kurz das Studiendesign sagen. Als Naturwissenschaftler würde man das so machen, dass man die Partei mit ihrem alten Programm den Wählern per Online-Bildschirm präsentiert und die danach zur Wahlurne gehen. Die eine Gruppe Zufallsauswahl, repräsentative Wählerstichprobe, Zufallsauswahl, sieht nur die Vertreter des alten Programmes. Zwei Leute, die das erklären. Die andere Kondition sieht ein Politiker, der für die GWÖ-GWO-Kombi ist und ein, zwei Leute vom Weltrat. Ja? Und dann gehen die zur Wahlurne und dann sieht man den Unterschied. Die das alte Programm präsentiert haben, welchen Sprung bringen die nach oben, allein weil es nur die Präsenz war. Und die anderen, wie viel Unterschied macht dieser völlig neue Inhalt GWÖ-GWO-Kombi zu dem Ergebnis? Und dann muss es einen Unterschied von mindestens 5-20% geben, sonst lohnt es sich für die Partei nicht. Wechsel. Piep, piep, piep. Du hast noch Zeit. Ja, Wechsel 2. Ja. Wie gesagt, also ich sehe unter uns nicht den Gegensatz, dass solche Überlegungen nicht alles wertvoll sind. Ich halte das alles für Elemente. Man muss sehr kreativ denken, wenn man die große Veränderung in der Welt zu verantwortlicher Entwicklung hinbekommen will. Und es ist ja nicht zu übersehen, dass viele Menschen nicht die Seele des Kosmos sein wollen, sondern gucken, was bringt ihnen mehr kleine Vorteile. Und infolgedessen, ich halte das kreative Nachdenken und Experimentieren für ungeheuer wertvoll. Und wenn wir überhaupt erstmal erreichen würden, dass die Aufgeschlossenheit miteinander zu reden so weit geht, dass man überhaupt auch ein Niveau, wie wir jetzt hier es argumentativ haben, dass die Politiker dazu mit bereit sind, dann würden wir weiterkommen können. Und dem dient ja unser ganzes Engagement, jetzt meine gewaltfreie Aktion auch und die Einladung endlich, ein Miteinander reden, ein problemlösendes Miteinander reden in einem erträglichen Minimum, ja, in den Rahmen zu stellen. Jetzt hat nur noch Yannick Zeit. Der hat sein Mikro aus. Ich glaube, der hatte da gerade Besuch bekommen oder irgendwas. Entschuldigung, jetzt ist das Mikro wieder an. Ja, Wechsel 3 kurz. Ich habe da jetzt gerade nichts zu sagen. Ich würde jetzt einfach mal weiter zuhören und dann können wir gerne die nächste Runde starten. Alles klar. Ja, Moment. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, Wechsel 4. Also, erst einmal, was es so schwierig wissenschaftlich macht, ist, dass wir noch keine greifbaren Massenergebnisse haben. Masse würde bedeuten, eine ganze Partei, die ÖDP oder die Dings, ja, oder und ihr noch keine so großen Massenergebnisse habt. Das kann aber daran liegen, dass wir beide nicht, dass alles scheitern muss, weil Wahrheit im Kapitalismus das meistgehasste Gut vielleicht ist. Vielleicht ist Wahrheit einfach das, was in einer Welt, wo alle Sparten vorteilbringende Irrtümer aussenden, sind die Menschen so voll von Irrtümern, dass ihnen die Wahrheit als Unwahrheit erscheint. Und deswegen scheitern wir vielleicht beide. Ja, aber trotzdem ist es jetzt doch interessant zu diskutieren, weil es
Ich könnte euch helfen, wenn ihr mich überzeugen würdet. Ihr könntet mir bei den Gesprächen mit den Politikern helfen, wenn ich euch überzeugen könnte, dass diese Weiterentwickelbarkeit des Menschen zu einem höheren Wesen als dem Löwen, der andere Löwenmänner ermordet und Babys abschlachtet, nur um seine eigene DNS über seine Familienmitglieder auszubreiten. Wenn diese Motivationslagen quasi, ja, darum geht es. Ich versuche quasi klarzumachen, dass, Wechselwunsch. ja, ich mache den Satz nur noch zu Ende. Ich versuche ja quasi nur klarzumachen, dass diese Höherentwicklungsidee eventuell ein Irrtum aus den Sozialsparten ist und dass wir den Menschen so vielleicht nehmen sollten wie einen Löwen und ihm den richtigen Rahmen setzen sollten. Wechsel 2. Ja, Wechsel 2, genau. Also du versuchst uns zu überzeugen, dass da ein Irrtum sein kann, dass diese Motivation nicht da ist, dass wir Menschen DNS-mäßig nicht über den Löwen rauskommen können. Ja. Gut, aber ich stelle mir jetzt die Frage, pragmatisch, bringt das Vorteile für den gemeinsamen Versuch in dieser Welt, wo die Menschen eher den Irrtümern statt den Wahrheiten hinterherrennen? Bringt es Vorteile, weil wir werden uns, glaube ich, davon, obwohl ich eben, wie gesagt, sage, ich weiß gar nicht viel von der DNS und was weiß ich alles so, aber ich bin ziemlich sicher, dass Menschen wie Yannick und ich sich nicht davon überzeugen lassen, dass sie diese Dimension, aus der sie leben, nicht haben könnten. Ihr aus irgendeinem Grund. Weil sie haben sie und sie können auch nachweisen durch ihr Verhalten, dass sie nach so einer Logik handeln. Und diese Logik ist für sie zumindest, aber nach den Sinn- und Moralansprüchen der großen Religionen und sogar der Politiker, die sagen, eigentlich ist korruptionsfreies Gemeinwohlinteresse, höchstes Ziel oder so. Aus Sicht all derer Wechselwunsch. ist das das korrekteste, beglückendste, würdigste, moralischste, erfüllendste des Menschen. Und deshalb ist das bei uns so. Und ich will ja sagen, warum, auch wenn du uns nicht überzeugen kannst, sehen wir nicht einfach die wechselseitigen Verstärkereffekte und nutzen sie so gut wie es geht? Wechsel 4. Ja, deswegen bin ich ja hier, weil wir ja wenigstens wirklich ausführlich reden können über diese Dinge. Aber meine Frage ist einmal ganz ernsthaft, glaubst du wirklich, dass die erforderliche Mehrheit von circa 4,5 Milliarden Menschen so ähnlich sein könnte wie du und Yannick und Henning und so weiter? Oder dass ihr wirklich diese 4,5 Milliarden quasi hinkriegen würdet, weil dann kann ich mir vorstellen, dass sich daraus ja eine neue Welt entwickeln könnte, ja? Aber wenn es jetzt nur eine Million wäre, die so auf den Stand kommen könnte, wie ihr seid, dass ihr das als Beglückung erlebt, das vergeltungslose Schenken zu praktizieren oder wie auch immer, das ist ja die Schlüsselfrage. Und dann hänge ich noch die Frage dran. Nochmal Wechselwunsch. ich mache nur noch den Klärungspunkt zu Ende, nämlich dass der Löwe, der Bonobo ist in Wirklichkeit auch nur ein Löwe, nur dass sein Sozialsystem einfach diese Löwenartigkeit etwas abpuffert, aber nur scheinabpuffert. Wechsel. Wechsel 3. Genau. Ja, also ich glaube auch, dass es da ja auch viele Graustufen noch dazwischen gibt. Also, dass es viele Menschen gibt, die auch diese bedingungslosen Schenkanteile in sich haben und auch eben nach diesem Prinzip leben. Aber es ist halt immer eine Frage, wie viel man dann davon umsetzt. Und mir scheint es dann halt am sinnvollsten, das halt vorzuleben und auch damit dann das Außen mit zu inspirieren. Also ich wüsste jetzt nicht, was jetzt sinnvoller sein könnte. Wechsel. Ja, ich könnte Wechsel 2 sagen. Ja. Okay, Wechsel 2. Dylan, ich bin extrem bescheiden. Also weder weiß ich, wie viele wir werden, weder weiß ich, welche Effekte das dann alles auslösen kann. Also ich habe den Traum und manche kleinen zaghaften Anhaltspunkte, dass wenn es diese aufgeklärten Schenker-Bonobo-Kommunen geben würde, mit Leuten jetzt, die auch nicht nur aus dem, ich sag mal, Restvergeltungsdenken, wie sich doch besser vermehren können, sondern aus diesem kosmischen Einheitsbewusstsein heraus leben und handeln.
Ich glaube, dass das sehr wohl seine Ausstrahlungswirkung haben kann, weil wir sehen ja, diese Moralvorstellungen werden von den großen Religionen, Weisheitslehren und von den Politikern selber, die sich als nicht korrupt gerne darstellen, werden ja wer weiß wie hoch gehalten. Also wenn dann Menschen wirklich dieses Ideal leben, kann es aus meiner Sicht Ausstrahlung haben und es hätte dann auch eine andere Wirkung jetzt als in DDR, wo irgendwelche Kasten andere zu ihrem Nachteil zu irgendwas bringen wollen. Es wäre so, dass Menschen freiwillig das machen, was vom Sinndenken her für alle das Beste wäre und ohne dass sie dabei andere abzocken. Das heißt, das kann Ausstrahlung haben und wann es vielleicht dabei kritische Masseeffekte geben kann, dass die dann wirklich sagen, warum plagen wir uns mit diesem niedrigen, kleinen Vorteilsgeschacher hier rum? Wir rennen jetzt in die Kommunen. Lasse ich alles offen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, wertvoll ist, in all diesen Aspekten und Dimensionen zu denken. Deshalb schätze ich auch all deine Ansätze mit diesen Belohnungsmechanismen da so zu belegen. Denke auch ein alternatives Fortnite, ne, was statt Hauen und Morden als Computerspiel Verantwortungsstufen durchspielen lässt. Ich kann mir alles denken, halte alles für anteilsmäßig möglich oder auch wirksam. Und ich bin der Ansicht, wir müssen es so weit wie möglich gegenseitig in Verstärkerfunktion bringen. Und die Sache ist ja die auch. Wechselwunsch. Ja, Wechselwunsch gern. Wechsel 4. Ja, also mein Ergebnis ist, ich zahle gerade wieder viele 100 € für Werbung für die Kommune. Aber ich glaube zutiefst, dass es für die Kommune zu früh ist, weil die Menschen so voll der verschiedenen vorteilbringenden Irrtümer der verschiedenen Sparten sind, dass eine wirklich gute Kommune heute nicht gelingen kann. Was heute gelingt, sind kapitalistische Wohngemeinschaften. Aber das andere gelingt nicht. Dann, Wechselwunsch? ja, aber ich mache nur noch den zweiten Satz. Der zweite Punkt, den ich sagen wollte, war, der wichtige Punkt ist noch einmal die Beweisführung, dass ja alles Schenken vor 400.000 Jahren begann aufzuhören. Nicht nur das selbstlose Schenken, sondern auch das leicht vergeltungsorientierte Schenken. Alles Schenken hörte auf, als die Händler kamen, die Sexualität unterdrückten und die Frauen keine Liebe mehr zurückschenken durften wegen der Unterdrückung und die Männer einfach aufhörten zu schenken. Und da komme ich nicht drüber hinweg. Ne? Wechsel. Wechsel 2. Ja, der andere Punkt, den ich sagen wollte, Dylan, und das ist ja etwas, also ich bin ja sehr synergetisch drauf, also unsere Kräfte und Potenziale möglichst zu bündeln und möglichst kraftvoll zu machen. Und eine Wirkung, egal wie gut es jetzt möglich ist mit der Schenker-Kommune oder dem Vorleben dieser kosmischen Gemeinwohleinstellung, egal. Es ist aber zum Teil möglich und man sollte das Beste draus machen, weil es auf jeden Fall über diese Ausstrahlungswirkung auch verstärkend wirken kann in alle anderen Richtungen. Also nehmen wir an, Yannick und ich und noch ein paar andere haben irgendwann die richtig strahlende Kommune der kosmisch Bewussten. Dann ist das auf jeden Fall etwas, was wie ja jetzt schon der moralische Anspruch wirken könnte in Richtung auch, ob jetzt die Eliten, die Politiker, ne, machen wir ja gerade in Berlin. Zumindest Rita Süssmuth war beeindruckt, wünschte uns durchzuhalten. Und gibt es nicht jemanden, der das so weitermacht oder die Lösung rauskriegen kann? Ne? Also lösendes Miteinander reden und so, fehlt uns so sehr. Also je mehr wir quasi da sind und Ausstrahlung haben, desto mehr kann es auf die Eliten, auch damit sie sich öffnen für GWO, GWÖ-Kombi und auch auf die einzelnen kleinen Leute beziehungsweise Wähler. Sogar wenn die das Bewusstsein nicht kriegen, also es gibt ja noch die Zwischenstufe auch, dass sie selber nicht diese Verantwortungsreife entwickeln, aber merken, es kann sowas geben und es wäre gut, wenn wir den Leuten Steuerruder geben. Also wir selber sind nicht fähig, wir kommen nicht auf diese Ebene, aber wir begreifen zumindest schon mal, dass es gut Piep, ist, piep, die piep, Leute piep. mit ihren Maßstäben steuern zu lassen. Ja, Dankeschön. Wechsel 4. Ja, also ich gehe noch mal zurück auf das. Wir müssen uns klar sein, das faktische Schenken heute unter den 8 Milliarden Menschen, ich würde sagen, 1% ihrer Handlungen sind faktisches Schenken und 99% sind gnadenloser Egoismus, teilweise auch auf Kosten der Menschheit Profite zu machen, gegen die Menschheit und auf Kosten der Menschheit und auf Kosten der Erde und alles, ja?
Und das kommt daher, wenn wir die Bonobos anschauen, die haben ja noch, wenn auch nicht ganz vergeltungslos geschenkt. Aber als der kapitalistische Frühtauschhandel begann und der Händler ein Interesse daran hatte, dass die Leute kaufsüchtig werden und dafür dann Geschichten anfing zu erzählen, die die Sexualität unterdrückt haben, begann der Abstieg des Schenkens, und das Schenken ist heute zu einer Minderheit geworden, eben weil sozusagen der Tauschhandel, und das beweist wieder im Rückschluss, dass die Genetik des Menschen leider eigennützig ist. Wechsel, piep, piep, piep. Nur noch Jannik hat Zeit. Ja, Wechsel 3. Ich habe da jetzt nichts weiter zu sagen. Wir können gern wieder die nächste Runde starten. Ja, und da wir 10 vor, also wir haben jetzt ungefähr 7 vor, das heißt, soll man noch eine Schlussrunde machen, jeder 3 Minuten, dann haben wir 9 Minuten, oder soll man 4 Minuten sagen, Öffi, was meinst du? Nee, 3. 3 Minuten Drei ist gut, Minuten. das war. Warte, dann stelle ich erstmal die Uhren ein. Moment. 1, 2, 3. Auch wieder mit Wechselwunsch, ja, aber man sollte immer dran denken, jetzt, dass man auch seine Resümee für heute mit rein tut in das Ganze. Warte, Moment. Jetzt 1, 2, 3. Ja. Ja, Bühne ist frei für die Verabschiedungsrunde mit dem Schlussresümee und auch mit Ja. Wechselwunsch. Ja, ich kann anfangen, wenn ihr mögt, so. Ja. Also ich sehe als Fazit immer als vernünftigstes Fazit, was wir ziehen können. Die positiven Faktoren und Kräfte, die wir irgendwie aktivieren können, in ein Zusammenspiel zu bringen, sodass es möglichst stark wirken kann. Wie ich sagte, wenn dann da Menschen sind, auch wenn es für die Kommune aus Sicht von dir, Dill, noch zu früh ist, wenn da Menschen sind, die das so vorleben, dass es ausstrahlen kann und die anderen bestärken kann darin, dass sie die Verantwortungsrichtung eher einschlagen oder fördern oder was zulassen in der Richtung, dann ist es etwas, was alles, ja, Wert haben kann in der Ergänzung miteinander. Und wir haben ja viele Übereinstimmungen, also jetzt zum Beispiel, was du über den Tauschhandel noch gesagt hast. Also ich sehe das auf jeden Fall auch in dieser einfachen Logik, wie es der Gräber beschreibt in seinem Buch Schulden, die ersten 5000 Jahre. Es mögen andere Mechanismen mitwirken. Aber wenn ich nicht die Verbundenheit habe, wie in Familie und Stamm, sondern ich fange an, Handel zu treiben mit Fremden und Feinden, dann kann ich ja nicht darauf bauen, dass von denen das, was ich brauche, dann auch einfach so zurückfließt, sondern man kommt automatisch in dieses misstrauische Abrechnen, direkte Abrechnen. Und insofern die Verbundenheit, wo sie fehlt, bringt dieses Splitterdenken und diesen Splitterhandel dann auch sehr stark hervor. Wechselwunsch. Da sehen wir ähnliche Strukturen und Ursachen und wir sollten einfach, ja, also ich, wenn einer heute die Sendung guckt hier, glaube ich, also jetzt ob von den Politikern oder den einfachen Wählern, der kann schon sehr ins Grübeln kommen, wie das aussieht mit der Frage, in welchem Grad, ja, was ihm verantwortliches Leben bedeutet oder für ihn was Erfüllendes oder Vorteilhaftes sein kann. Dafür bin ich dankbar mal wieder. Wechsel 4. Ja, also als erstes sage ich schon mal als Schlussresümee, ich bin immer noch nicht überzeugt, sodass ich nicht nach Berlin fahre und euch dort unterstütze. Und ihr seid noch nicht motiviert, dass ihr mit mir in Telefonkonferenzen oder generell mit den Politikern telefoniert, wie ich das fast Doch, jeden immer. Tag tue. Ja, ich mache es ja inhaltlich anders als ihr. Also was ich mache, wo ja unser Konsens ist, dass ich an die Vernunft der Politiker versuche zu appellieren, an deren Gedanke, an das Sinnvolle für das Ganze, dass ich sage, dass wir uns allen ein Korsett geben müssen und dass ich unbedingt ein Korsett für meine Praxis will, denn ich habe sie ja nur geschlossen, weil mir das Korsett fehlte, im Rahmen dessen ich für Gutes tun hätte Belohnung gekriegt. Ich habe ja die Praxis nur geschlossen, weil ich gemerkt habe, dass ich wirtschaftlich nur eine Praxis sinnvoll betreiben konnte, wenn ich genügend die Patienten dauerkrank halte und in der Dauerkrankheit festhalte. Ja, und
Aber ich will das Korsett, so wie der gute Politiker vernünftig ein Korsett für zukünftiges politisches Geschehen haben will, das auch ihn unter Druck setzt, freie Argumentekultur zu praktizieren, weil er nämlich daran gemessen wird, ob sein Bundesland, ob die Wähler, das Wohlfühlen der Wähler sich in seinem Bundesland besser entwickelt als in anderen Bundesländern. Und die Entscheidung zu sagen, ich will das, die unterstützen wir nur damit, dass wir die Politiker gleichzeitig finanziell mit Geld überschütten, sodass sie ausbezahlt sind. Und dann geistig frei sind, so steht es auf unserer Homepage, sich für diese Verfassungsänderung zu entscheiden. Wechsel? Ja, okay. Effi, Wechsel willst du jetzt 3? gerade noch was dazu sagen, oder? Ja, mach doch, Janik, wenn du was hast. Okay. Wechsel Ach so, 3. naja, ich würde, ja, Wechsel 3. Ich würde dann auch mal so mein Fazit mal sagen wollen. Also ja, es ist auch heute jetzt wieder ein zäher Annäherungsprozess gewesen, aber ich denke, das ist gut, wenn wir da weitermachen, auch wenn Dinge sich manchmal langsam entwickeln und man manchmal den Eindruck hat, okay, das ist schwierig, sich da anzunähern. Das ist, glaube ich, immer, also Entwicklungen, die brauchen, glaube ich, oft Zeit. Und ich habe mir jetzt eben auch vorgenommen, das nochmal gedanklich jetzt auch in den Abend nochmal weiter mitzunehmen, um auch da einfach vielleicht mal so mit Konzentration mir das auch nochmal weiter zu durchdenken, ob mir da jetzt noch gute Einfälle zu kommen. Und damit gebe ich dann auch wieder zurück und bedanke mich auch schon mal für den Abend hier mit uns. Wechsel 4. Ja, also, Yannick, ihr seid ja die letzte alternative Gruppierung, mit der ich überhaupt noch spreche. Denn ich selbst habe für mich schon entschieden, dass ich keine alternativen Gruppierungen mehr anrufe, weil ich das als Zeitvergeudung empfinde. Ich bin ja hier, weil ich dann durchaus Spaß daran habe, eben darüber nachzudenken, ob wir uns nicht doch annähern können. Ansonsten rede ich im Moment nur noch mit GWÖ-Leuten, also Gemeinwohlökonomie und mit Politikern der großen Parteien. Und der einzige Partei, die noch eine Ausnahme ist, mit der ich überhaupt noch rede, ist die ÖDP, weil die sich ganz klar zur GWÖ schon mal bekannt haben. Ne? Und dann in Gesprächen so einzelne sich schon zur GWÖ-GWO-Kombi bekannt haben, ja? Wechsel. Ja, Wechsel 2. Ich denke, also ich halte immer gerne die Übereinstimmung fest. Du hast Dylan selbst gesagt, du gehst auf die Politiker zu, sprichst sie auch darauf an, wie schön es wäre, vernünftig und verantwortlich zu sein, bringst eben auch die Dimension dazu, dass die Ausbezahlung möglich ist. Im Grunde genommen ist dieses freie Miteinander sprechen, nicht einfach Argumente tabuisieren, sodass die schwächeren Argumente weiter am Ruder bleiben und die stärkeren gar nicht sichtbar werden oder nicht zur Geltung kommen können. Die freie Argumentekultur ist bestimmt was, so selten wie es ist, was uns hier auch sehr stark gemeinsam verbinden kann. Und dann auch solche Aktionen jetzt. Also im Gespräch mit der Rita Süssmuth hat sie gesagt, eben, sie kann kaum schlafen oder so, das ist ein großer innerer Konflikt, dass all die Politikergenerationen es nicht geschafft haben, die Logik von Gewalt und Manipulation durch eine andere problemlösungsfähige Art des Miteinanderredens zu überwinden oder eine andere Schiene da einzuführen. Und dass sie das auch für unbedingt erforderlich hält und wir sind da dran, das ist etwas, was uns alle auf jeden Fall verbindet. Und ich denke auch die anderen Dinge, ob wir dann in der Kommune leben mit den auf Sinn des Ganzen glücklich schauenden Schenkern und ob drumherum. Und gerne bin ich bereit, immer auch in Kommunikation, in Telefontalks und was Piep, weiß piep, ich, piep, mit piep, piep, einbezogen zu piep. werden. Also das sind alles Dinge, die sich dann da gegenseitig verbinden können, denke ich mir. Viele positive, synergetische Spielräume. Wechsel 4. Ja, der einzige Unterschied ist ja, dass ich die Politiker ganz klar bei ihrem Eigennutz packe. Und quasi ihren Eigennutz voraussetze, ihnen mehr Prozente geben will und ihnen mehr Geld geben will
und dadurch ihre Zustimmung zum sinnvollen Korsett für das Ganze herauslocken will. Während du sie aus meiner Sicht eben, aber das müssen wir das nächste Mal besprechen, überforderst quasi aus meiner Sicht. Ja? Du erwartest zu viel von ihnen. Wechsel, Yannick hat noch Zeit. Der kann ja uns Zeit geben, wenn er will. Ja, also ich habe jetzt, glaube ich, auch nichts weiter noch zu sagen. Also ich bin dann gespannt, wie es weitergeht und gebe dann auch gern meine Restzeit ab. Ja, dann Öffi, dann nimm du doch mal jetzt eine Minute vom Jannik in Anspruch und ich eine Minute, ne? Ich höre dich nicht. Können wir so machen? Wechsel 2. Also ich überfordere Sie ja nicht, weil ich Ihnen alle Möglichkeiten gebe. Ich sage nur, je mehr wir schon mal zu diesem offenen, problemlösenden Miteinanderreden kommen können, zur freien Argumentekultur, desto besser. Also auch da, wenn es nur kleinere Elemente sind, auch das ist schon besser als nichts. Aber wenn wir dahin kommen können, können wir über alles reden. Und dann überfordere ich Sie ja nicht, indem ich dass ich sage, es gibt nur die eine Schiene. Also ich habe ja jetzt sogar auch in meinen offenen Brief an die Rita Süssmuth und die Politiker reingeschrieben, dass auch die GWO aus meiner Sicht etwas ist. Also wenn man offen reden und nach der Argumentequalität schauen würde, dann ist das etwas, was gut zum Zuge kommen kann. Viel stärker als jetzt und wo ich mich gerne auch mit für einsetze, dass die Wege, die zu bestmöglicher Verantwortungsentwicklung führen, auch miteinander irgendwie kombiniert und praktiziert werden. Ja, dann sage ich noch was dazu. Ja, genau mit der Rita Süssmuth. Da hätte ich mir jetzt gewünscht, dass da wirklich gestanden hätte die korrekte Bezeichnung, nämlich GWÖ-GWÖ-Kombi, auch ausgeschrieben, Gemeinwohlökonomie, weil viele kennen nur den langen Begriff Gemeinwohlökonomie, ne? Auch mal ausgeschrieben. Und dann auch den Link zu unserer Homepage nextscientistforfuture.de, weil dort gleich der erste Artikel eine wunderbare Erklärung ist, warum die Marktwirtschaft scheitern musste, notwendig, ja? Und eben dann, wenn so ein Gedanke noch mit drin gewesen wäre, dass wir den Krieg dadurch abschaffen können, das hat ja auch Rita Süssmuth beklagt, dass wir die Gewalt nicht abschaffen konnten, ja, dass wir den Krieg abschaffen können, indem wir endlich aufhören, Waffenkonzerne mit Geld zu überschütten, wenn die Zahl der Getöteten immer höher wird. Das ist so ähnlich, wie wenn wir die Ärzte mit Geld überschütten, wenn die Zahl der chronischen Kranken immer größer wird. Nein, es muss genau umgedreht sein. Je geringer die Zahl der Getöteten, desto mehr Geld für die früheren Waffenkonzerne und zukünftigen Friedensförderungskonzerne. Und genauso muss es in der Medizin sein. Mehr Geld für chronisch Gesunde statt für chronisch Kranke. Ja, Zeit ist jetzt Ja, um, sage ich. ein letzter Satz vielleicht noch, mit dem ich dann auch mich verabschiede von allen heute. Aber wenn es gelingt, dass die Rita Süssmuth und die anderen Politiker wenigstens auf meine Hauptaufforderung eingehen, nämlich auch, dass die Wissenschaftler kommen oder die wissenschaftliche Betrachtung mit dazukommt, wie wir in dieses problemlösende Miteinander reden kommen können, dann kann das ja auch alles viel ausführlicher noch mit auf den Tisch kommen, was ich erstmal dann als starke argumentative Positionen da so aufgelistet habe. Ja, und wie gesagt, also mein abschließender Wunsch war ja auch nur, wirklich mal die Homepage zu nennen, nextscientistforfuture.de und GWÖ-GWO-Kombi mal wirklich auszuschreiben, findet man ja auch auf unserer Homepage, dass die Leute dann diesen Link auch aufrufen können und dann sehen, aha, hier wird uns ganz sachlich erklärt, warum die Marktwirtschaft, der Kapitalismus einfach schlecht ist für uns. Ja? Auf jeden Fall kannst du es ja schon ins Freie Argumentekulturforum auch alles mit reinbringen, ne? Und da werden sie ja sowieso alle hingeschleust, ne? Also wo ich schleusen kann, schleuse ich sie an die bestmöglichen Stellen. Ja, dann geht's nächsten Samstag weiter. Sollen wir noch mal einen Tschüssrufen machen zum Schluss, oder? Genau, alle nochmal. Tschüss. Bis Ja, nächsten tschüssi. Samstag. Tschüssi. Tschüssi, ciao. Tschüss.